Nein, wir kommen nicht rein. Kommt gleich. Ich bin schon mal drin und habe auch schon mal gestartet. Herzlich willkommen. Überlokal hast du da so einen Button, der ausgekaut ist mit Prozessen. Warte mal. Da erscheint dann irgendwann mal das Spiel, da drückst du drauf und dann muss. Eine Sache. Sind alle jetzt fertig? Warst du fertig? Ich bin bereit. Warte. Und los geht's. Willkommen im Video. Hier ist nämlich der VW. Ich bin noch in der Lobby, bis irgendwann mal bei mir Fortsetzung kommt. Eigentlich bis ich dran bin, ne? Bin immer noch nicht im Game. Jetzt. Es dauert halt immer ein bisschen. Ey, warum bin ich immer zart rosa? Ich bin ja mal grün. Engine. Hallo? Was musst du? Eine Karte anlegen. Wie? Es gibt weiße Karos, wo man klicken kann. Du hast nur eine Möglichkeit, weil am Anfang dieser Edition, das ist eine Erweiterung. Das weiß ich sehr. Also du kannst die Karte drehen. Ja. Und da muss dieser Fluss erstmal durchgebaut werden von Quelle bis zur Senke. Und du könntest erst da kannst du im Prinzip nur den Fluss anlegen und dann könntest du Bauer werden. Ja, dann ich vielleicht hab's am Anfang besser mal gemacht, aber es bringt eigentlich wenig. Die anderen sollen mich korrigieren. Dann Karte legen und Haken drücken. Ich darf eine Figur abgeben. Ja, aber es ist ja nur ein Bauer, also. Karte Figur wäre dann bis zum Ende des Spiels. Ach so, sieht er mich besser aus. Ja, ja. Wir sehen es zwar nicht, aber muss ich auch nicht. So. Das mal so gemacht. Wenn du auf die Namen. Dann geht's mal los hier. Was nehmen wir denn ein? Dann siehst du plötzlich, hier. Und wie viele Figuren diejenigen noch haben. Wenn du nochmal draufklickst, kommen wir mal da rein. Waren sie. Dann müssen wir mal gucken. Kommen wir dann dazu. Ja, dieser Weg, da ist mit. Das wäre vielleicht hier gewesen, aber gut. Guck wenn die Stadt mal abgeschlossen ist, und es ist ein Warenplättchen drin. Bei Waren, Pass, Getreide, Tuch. Dann kriegt derjenige, der die Stadt beendet hat, diese Ware als Belohnung. So. Gut. Okay. Warenplättchen. Und wer am Ende des Spiels von einer Warenart, also Pass, Getreide oder Tuch, also, Eisen gucken wir mal hat, oder mit die meisten. Mit dafür nochmal 10 Punkte. Ich hoffe, es funktioniert. Wir hoffen es. Der Wie. Seht ihr, welche Karte ich in der Hand habe? Ja. Naja, da ist ein Garten drauf. Das ist eine Sonderkarte, eine Sonderedition. Da gibt es auch noch einen. Da gibt es nur einen Bischof, den du da reinlegen kannst, aber Vorteil, den kannst du jederzeit, wenn du mal nichts anlegst, rausholen, wenn du der Meinung bist, dass der Garten genug Punkte bringt. Ja, okay, alles gut. Läuft alles. Aktuell bringt er dir 2 Punkte, weil die Karte und alle angrenzenden Karten. Achso, ich muss hier wieder reinmachen. So. Ich würde dort die. Aber das funktioniert nicht. Engine, du hast schon wieder Bauer gewählt. Ja, ich dachte, ich lege Bauer rein. Okay, bedenke, dass du nur noch 5 normale. Aber es Leute ist leider hast. So. Ich kann es nicht ändern. Und einen doppelten. Bauern, also warte mal. Sag mal, die meisten von uns spielen so, dass erst ab der Hälfte, wenn die Hälfte der Karten weg sind, geschaut wird, welche Wiesen möglichst viele abgeschlossene Städte haben. Dann dort es sich zu. Schauen, ich hab's immer mal halt mal Video. Vorzureservieren auf geht YouTube. Leider nicht anders, aber gut, dann müssen wir halt so machen. Ist leider ärgerlich, aber was will man da machen? Geht nur zu 6 oder wie? Ja, toll. Soll das jetzt dann? Hey. Rot geht gegen mich. Wenn du an deine Stadt anbaust. Ah ja, rot geht gegen mich. Das bedeutet,
Möglichkeit, einen Baumeister zu machen. Das ist ein Zeichen, der wird immer dumm. Baumeister bewirkt, wenn ich wieder dran bin und lege ein Stadtkärtchen an die Stadt an, wo der Baumeister drin ist. Ja, das ist doch Risiko hier gewesen. Also zwei Karten. Aber wir kriegen ihn noch hin. Das kriegen wir noch hin. Wegen den einen machen wir jetzt keine Gedanken, aber der hier vernichten wir. Das ist eine Kriegsansage. Wie ihr seht, diese wunderbare Kriegsansage hier. Er hätte ja auch woanders einsetzen können. Zum Beispiel hierhin mitmachen können, aber er macht Krieg, also wird er vernichtet. Ganz einfach. Es gibt eigentlich noch drei Positionen, wo du hinlegen kannst. Ja. Sind das für Figuren? Normaler Bischof, Doppelter, Schweinchen und Schachfigur? Ja, normaler. Dann kommt Bischof, Doppelter, Baumeister und Schwein. Baumeister kannst du halt nicht Schwein legen, weil du hast ja keinen Weg. Kennst du die Bedeutung von den Figuren? Kannst du es einfach mal erläutern? Das kriegen wir hin, das kriegen wir noch hin. In normalen Figuren ist die, wo du am meisten von hast. In der Regel hast du sieben. Sieben normale. Der hat eine Stärke von 1. Das heißt, wenn du irgendwas eroberst, guck mal, der Mike geht jetzt nur, überraschenderweise, mit einem einzigen da rein. Oder mich auch, ja. Gar nicht überhaupt seine Art. Weil er sieht, ich habe einen Baumeister gebaut und so eine Stadt wird dann in der Regel schnell groß. Das ist zumindest die Hoffnung. Dann wollen die Leute da gerne teilhaben. Wir auf die Miese bitte ein. Wir machen einfach einen schwarzen Teil. Ich habe auch nur einen Menschen drin. Das heißt, wenn diese Stadt jetzt beendet werden würde, wir haben noch Menschen 5, ein Kuchen, ja. Und uns einfach mal 4 Punkte. Deswegen versucht man manchmal, wenn man sieht, es wird lukrativ, eine Stadt auch abzugeben. Das ist schon mal gut, einfach 4 Punkte. Den Doppelten zu setzen, damit der römisch 2 drauf. Der zählt so viel wie 2 Männchen. Das heißt, derjenige ist dann mit 2 Männchen drin, der eine mit 1. Ich hätte auch hier mit reingehen können. Hätte man auch, stimmt. Das wächst aber, dann baut der nächste wieder so, dass er noch einen reinkriegt und. Was passiert eigentlich in die Karten oder läuft eure Zeit normalerweise ab? Nein, wenn die Zeit abgelaufen ist, hast du verloren. Die Karten müssen enden. Was geschieht normalerweise? Genau das. Richtig, der Computer macht dann zwar weiter, aber du hast verloren. Darf ich nochmal ziehen, weil ich angelegt habe, ne? Da hat ein Baumeister drin. Das ist diese Figur, die da auf dem Fass steht. Ja, was ist eine City? Alter. Die nutzlose Karte. Eine Position. Eine Position. Absolut nutzlos. Bringt einen Zusatzpunkt. Also wenn die Stadt fertig wird, das sind sogar 2 Punkte. Wow, ich glaube 2, ne? Wenn die Stadt fertig wird, kriegst du pro Karte, wo eine Stadt drauf gemalt ist, 2 Punkte. Das heißt, diese grüne Stadt, die grüne beendet hat da vorhin, waren ja 2 Karten. Einmal 2 sind 4. Das heißt, der hat 4 Punkte schon mal bekommen, dafür, dass die Stadt fertig ist. Du siehst, wer die Stadt als Schluss also besessen hat an den Flaggen, die dann gehisst werden. Ne? Daran siehst du, das war eine grüne Stadt. So aus Gefühl. Jetzt hat Phase diese doppelte Karte angelegt bekommen. Das heißt, er kriegt also eine Stadtkarte und noch ein Wappen. Wappen zählt auch nochmal 2 Punkte. Wenn die Stadt fertig wird, hat er quasi 4 Punkte geschenkt. Macht sie aber halt sehr groß. Richtig. Plusbedingungen wegen dem Weg und sowas. Okay. Als ob ich irgendeinen Plan hätte, was ich mache. Auf jeden Fall schon mal ein Move. So ist das nicht. Das ist ein guter Move. Mal gucken, ob es was bringt. Er ist rot. Phase, okay. Aber Phase ist Rotcode. Festgestellt, dass dann die Aggressionen überschäumen.
egal. Ich habe gerade die Anleitung gefunden. Meeples heißen die normalen. Ja. Ähnlich wie gleich ein Überbo. Ja, das ist aber genau Engines Game, ne? Mike! Er hat natürlich mal wieder hartes Kartenglück. Die Waren, ne? Hartes Kartenglück. Hat exakt zwei Karten angelegt. Ja. Eine ich hätte mit der einen Karte mit reingehen können. Zum Waren abkassieren. Ralph mag Mike nicht so oft hier spielen lassen. Ne? Mike ist schon, hat schon ein gutes Verständnis. Er ist 30 Jahre jünger als wir. Also Mike hat es schon begriffen. 20 Punkte hat er jetzt also quasi an Waren, ne? Engineer, jetzt mal auf den Namen drücken. Was machen wir denn jetzt? Mike hat jetzt ein Fass, das ist nicht so viel wert, aber Getreide, ja, zwei Getreide ist schon... Da halten sie schlecht. Ich muss gerade mal gucken, schnell, was wir da machen mit meinem können. Und er, wo er reinconnected ist. Da sind so Warenplättchen auf den Karten drauf, siehst du? Getreide, die bin ich nicht Fass, da drin haben. Und unsere Stadt hat so ein Drauß nicht. Doch, ich habe eins. Nein, du hast ein Tuch, das ist sogar das Wertvollste. Derjenige, der die Stadt beendet, kriegt dann dieses Tuch. Egal wer die Stadt zumacht, egal wer die Menschen drin hat, derjenige, der die Stadt beendet, kriegt das Tuch. Ja, wir gehen mal mit dem Kleinen rein. Leider nicht. Lohnt es dann mal, wie es wohl zu werden? Eins, zwei, nein. Es lohnt sich nicht, aber. Gelb ist okay. Das geht jetzt auch nicht mehr. Fluss kann man nicht erobern. Oh doch, es muss, glaube ich. Fluss ist eigentlich eine Erweiterung. Eigentlich gehört gar nicht zum Grundspiel. Es ist einfach zwingend, dass du am Anfang immer eine Flusskarte kriegst und die dann anlegst. Das wurde gemacht, alter Rot macht mir bedingt. Das mit dem Fluss wurde gemacht, damit das Spiel möglichst breit ist am Anfang, damit es sich in alle Richtungen entwickelt. So. Weg. Bedingung sein. Naja, werden wir dann sehen. Er geht wirklich auf den. Okay. Ich muss ihn rauspumpen. Das geht mir zu weit. Das geht mir zu weit. Er hat hier oben seine Stadt. Er macht aber hier einfach. Ich merke, er geht auf mich, das heißt, ich gehe auf ihn. Auf jeden Fall, er muss hier mit 0 Punkten ausgehen, was natürlich unmöglich ist. Aber, ist aber gut zu wissen. Jürgen, morgen wieder in Taunusstein bei Britta. Soll ich schon mal vorbeikommen danach? Kannst du gerne machen. Auto? Mal gucken, weil ich erstmal noch wieder Sachen machen will und sowas. Bei Autofahren halbe Stunde. Also wenn du oben an die Stadt glaubst, legst du diese Karte jetzt direkt neben deinen Dicken und dann einen Baumeister ran. Der Baumeister ist die Figur, wenn du es hier aufklappst, unten links, neben dem Schwein. So mäßig, oder? Ich kann das nicht. Reinlegst, aber achte darauf, dass kein rotes X erscheint. Ich weiß gar nicht, ob es so eine Karte gibt mit Endweg. Hier. Musst halt gucken, ne? Muss auch jemand da sein, der die Stadt da hat. Ich meine, die gibt es ja. Wie sieht denn der Baumeister aus, da unten das Ding? Der neben dem Schwein. Ja, das ist neben dem Schwein, die hat Schaffige und die Jude dann. Kann direkt reinconnecten, ohne Umweg. Anders war es gemeint. Hab ich versagt? Versagt? Wo ist mein Baumeister? Auswählen müssen. Habe ich gemacht, dachte ich. Dann musst du auch die Karte noch klicken. Ah ja, genau. Das habe ich nicht gemacht. Ja. Und da, das Plättchen rechts neben dem... Also der will hier rein und das geht doppelt nicht. Hättest da jetzt es reinlegen müssen. Ja, ja, müssen er muss das König rein haben. Ja, aber es Blau ist, okay, ist ihm doch egal. Es kann ihm doch egal sein. Also ich dachte, es ist schwer, dann die Stadt zuzumachen, weil du dann genau eine besondere Karte hast. Braucht diese Karte jetzt faktisch nochmal. Nee, es gibt auch Kurve nach rechts und dann Abschluss. Ja, ja, deswegen. Also, ja, die muss er erstmal ziehen. Die muss er jetzt erstmal ziehen. Häufig aber auch. Mit, naja, wird schon. Ein Blick.
habt ihr Fahrt. Wenn ich für eine Möglichkeit, das heißt. Ich mach den nächsten Boot. Das bin ich gemietet. Wusste gar nicht, dass du. Wenn du eine Phase connected reinlässt, ist es doch beendet, hast du gleich. Weg. Oder lässt er dich bauen? Wenn jetzt im Endeffekt nicht unbedingt einen Goldstreck in der ersten Runde reinballern. In der zweiten Runde vielleicht, aber nicht im ersten Spiel. Nein, spielt einfach. Ich muss keine Rücksicht auf mich nehmen. So. Ich finde es cool, dass ich dabei bin. Einfach so ein bisschen. Ist ein relaxes Spiel. So wie Diablo im Hardcore-Mode. Richtig relaxed. Und auf jeden Fall zu achten muss. Immer unter Strom. Habt ihr auch diese Klänge im Hintergrund? Ja. So Haare von ja. Das ist. Aber das ist nicht gut. Das ist das da. Zweite Chance. Liegst du oben an, wählst deinen Baumeister aus. Liebes. Was ist mit dem los? Kannst du nicht versagen, oder? Wer weiß. Hey, hast du noch nichts gemacht? Wir sehen nicht, was du machst. Immer Karte anlegen und dann Männchen rein. Genau. Ihr seht nicht, ob alles richtig gemacht. So. Nee. Ach so. Hast du richtig gemacht. Das wäre zum Beispiel eine Karte, die du bräuchtest. Der Ecke da. Ich hab das eine Handvoll Mal gespielt in Real. Vor 10 Jahren. Habe ich es vielleicht 10 Mal gespielt. So. Ja, geil, oder? Klassiker. So, wenn man blind in ein Säckchen greifen muss, um eine Karte rauszuziehen. Dann gab es schon wieder einen Weg. Irgendwie immer auf den Tisch umgedreht. Stapelt wohlgemerkt. Jeder hat seinen eigenen Stapel. Er greift eh überall hin. Oder so, ja, natürlich. Wurde bei euch auch immer palabert ohne Ende? Das gehört wohl zu jedem Brettspiel dazu. Also, es soll Leute geben, die spielen das total friedlich und zuvorkommend und kennt der das überhaupt so gar nicht. Der macht sein eigenes Ding auf. Gibt's da zu palabern, jeder sieht doch, was abgeht. Ja, einfach mal das Ganze geben, ruhig sein, nichts sagen, einfach mal spielen. Warum also, was noch extremer ist, das Risiko. Oh ja, da kennen wir das ja jemanden, ne? Das ist dauerhaft. Dauerpenetration ist das. Er kommt ständig ein Messer im Rücken. Das Spiel braucht ja allein eine Stunde, um überhaupt mal die erste Runde bis da die Kontinente ausgehandelt sind. Und am besten ist es, das Risiko müssen wir mal wirklich ohne was zu sagen spielen. Dann wollen wir mal sehen, was passiert. Das wäre mal ein Spiel, was man mal machen müsste. Meine Stadt ist irgendwie so winzig. Vielleicht wird es wächst hier noch. Ich habe keine Menschen mehr. Wächst. Ein Problem haben wir. Da muss ich rein, wenn das noch möglich ist. Oh, er sichert ab. Und er sichert. Krass. Ja. Das sieht die Allgemeinheit natürlich nicht gerne, ne? Fort Knox ist die Stadt. Da kommt nichts rein und die ist doppelt gesichert, ey. Ja, hat ich auch so gespielt.
immer so wie der Jürgen. Kann man nichts falsch machen. Ui, mit auf der Wiese will er teilhaben. Ah. Der trennt die Wiesen ab. Es ist Angels Cut, oder? Wieder Bahn. Das ist Angels Cut, ja. Einlegen Engine, nochmal 10. Weißt wo, ne? Ja, perfekt. Weiß, wie es geht. Er weiß es langsam wieder. Die Auffrischung hilft. Jetzt fehlen nur noch 2 Karten und dann ist diese City fertig. Und bringt richtig Asche, wenn du es schaffst. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, da oben Brot. Männchen und Baumeister. Anlegen die. Na ja, gut. Sollte Zwilling reinmachen können. Müssen. Woran? In der Stadt oder? Ja. Weil jetzt passiert zum Beispiel sowas. Ach so, so eine Dings oder was? So eine Bahn. Weil jetzt. Ja, weil jetzt kann. So guck mal. Zwei Punkte. Achso. Okay. Kommt die Pest rein. Kannst du nämlich nur Karten Bauern legen oder Soldaten legen, wo noch keiner ist? Und jetzt hast du die City also schon lukrativ gemacht, ne? Was? Ich dachte, keiner kommt. Ich dachte, es ist jetzt meine Stadt. Was ist los? Ja, ja, ich hätte die noch abgenommen. Eventuell von mir. Mike hat auch selbst das Game verstanden. Es ist das uninteressant. Keiner will das haben. Das wurde sehr interessant. Machen wir es mal so. Einmal. Ja. 4. Du hast halt irgendwie immer Karten gezogen, die genau gepasst haben. Höchste City. Weg da. Alter, er macht Wegeboys weg. Größte Frau in der Anus scheißt. Was eine Anuskarte, ey. Gibt so eine Doppelkarte, wo ich den so einfach ausschließen kann. Größte Frau. Muss doch erstmal ziehen, ne? Anus scheißt. Herz der Karten. Ah, er geht da rauf, weil er in die Ecke scheißen will. Ja, schön reinscheißen. Kann man nichts falsch machen. Aber das da muss ich dagegen gehen. Aber ich will auch rein. Das könnte man auch mal nochmal mit dem Dicken mit rein mitmachen. Eidruck. Macht man hier 2. Alter, das wird die Fassstadt, oder was? Alter, die Fassstadt. Wenn es geht. Mal gucken. Nochmal. Ich habe eine schöne Karte. Willst du sie bei meiner Stadt annehmen? Ui! Fassstadt. Kann sie sogar wieder in seine Stadt anlegen. Gott. Er wollte. Da wird zu viel Rotwein getrunken. Weil im Moment ist die Stadt angreifbar. Depregio. Das sieht ja. Er sieht schon. Okay, er wollte eigentlich unten rechts reinlegen, sage ich. Mit einem Dicken eventuell oder partizipieren. Was genauso gut ist fast. Wissen. Oder glaub an den Engine. Wir wollen alle das mit dir bauen, Engine. Glaub an den Engine. Das ist meine Karte, oder was? Wir wollen alle mit dir bauen, deine Freunde sein. Ah, wie schön. Ich hab eine Church. Sag mal anders. Wir wollen von deinem Baumeisterglück profitieren. Ja, so ist das richtig. Wie mein Aufwand. Nee, 5 Punkte. Ich würde dir empfehlen, den Klostertypen zu nehmen. Keinen normalen Mann, sondern den Klostertypen. Ich glaube, ich habe ihn genommen. Ich bin mir sicher. Hast du. Alles richtig. Falls du mal keinen Mannequin setzen möchtest, kannst du den wieder rausziehen, indem du da drauf drückst dann. Also Karte anlegen und dann auf diesen Dude der Maus drücken, dann ist deine Runde vorbei und du kriegst ihn wieder zurück und Punkte. Das ist jetzt ein Seelig. Ich würde schon mitmachen, vielleicht. Vielleicht ist hier mitmachen. Hoffentlich. Dann gehe ich nämlich mit dir. Wenn die. Mit dem Großen. Der Weg. Und mach einfach mit. Bis zum Game Ende.
kriegst du nicht einen Punkt pro Karte beim Weg, sondern zwei. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn er aber nicht beendet wird, zum Ende des Spiels kriegst du null. Hier sind drei Fässer. Ewiger, also nur im Bitgame gut. Müssen wir gleich mal gucken. Wir haben diese Mike-Wilmig-Potenzial. Wir haben diese Karte nicht. Aber entweder hier. Und Seeweg. Deine eigene Wiese, also 3, 6. 6. Wir könnten 6 Punkte holen. 6 Punkte. Also wir könnten die heute 6 Punkte holen. Wir können aber auch hier. Bastard, Mast, Jürgen, oder? Natürlich auch. Ja, Jürgen. Bastard. Eigentlich klar. Alter. Gut. Ich dachte schon, ich könnte vielleicht auch auf Seeweg gehen, aber es wären nur 6 Punkte. Und kann theoretisch nochmal in die Stadt rein. Rein dann los. Ja, die Frage, wie er reingeht, ne? Kann halt sein, dass der totale Krieg aus jetzt bricht. Der kann sogar noch einen drinnen, ne? Ich könnte einen drinnen, ich ziehe aber nochmal. Will ich den Schwarzen rausholen? Wie man einen Baumeister baut. Oder du kannst nicht sagen, ich will eine andere Karte, oder? Nee, nee, jetzt ist aber neu. Ich hab angelegt, ne? Also liegt das jetzt mit Absicht so rum, um sich den Baumeister noch am Leben zu halten. Weil noch genug Karten drin sind, kann man so ein Spielchen machen. Korrekt gesagt. Was er jetzt hat, ist ja die Gratiskarte. Also es war nur ein Weg, aber es ist halt gratis. So. 1, 2, 3. Warum eskalieren denn die Wiesen jetzt schon so? Ja, ich nur so aus. Wegen zwei Cities, die fertig sind. Alter, irgendeine Separierungsscheiße. Das ist ein rosa. Dicker. Pio. Ah. Die gute alte Kathedrale. Ja, das Problem ist, alles ist machbar. Da kann man doch eine Stadt groß werden lassen, habe ich gehört. Also entweder oder. Ja, okay, das geht auch. Entweder oder. Alter, dieser Blue. Blue, ja. Arsch mich bitte nicht. Blue macht Leute. Sachen. Und er kann... Ja. Ja. 6, 8, du musst nicht. 10, 12, doch, mach den. 16 Punkte? Er will grün raus. Wie geil ist das denn? Er will grün raus haben. Ja. Drei Leute bauen an dieser City. Ich baue indirekt mit. Dreier-Sepp finde. Kommst du mit dem Decken da nochmal rein, ist klar, ja. Würde ich auch an deiner Stelle machen. Ah, die gibt es ja noch. Also Engine, also Jürgen, da wird jetzt fleißig gebaut, ne? Erwarte ein bisschen was. Aha. Ja, du bist ja gar nicht drin, Jürgen. Ich meine natürlich den Mike. Ich bin nicht drinne. Alter. Ich meine natürlich den Mike. Der dreckige. Nichts gebaut hat er. So wie ich auch, aber wir befinden uns trotzdem die Stadt. Bei einem wird die Dreier-Sip angelegt. Ich wollte da unten einen auf die Wiese legen. Rechts vom Weg. Geht nicht, weil ich schon auf der Wiese drauf bin. Ich aber auch. Korrekt, deswegen. Du kannst nur Wiese. Und Klaus auch drauf. Jede Stadt im Prinzip. Aber ich kann nicht noch einen auf meine. Nein.
Das maximal ein Schwein drauflegen, ja. Da, wo schon Kühe sind, kannst du dich noch Kühe hinstellen. Es gibt hier unten einen Button, da kannst du dir anzeigen lassen, welche Wiesen gerade ja, belegt sind. Und Schwein kann... Ewig, sag gut. Achso, Maike. Alter, irgendjemand ist im Club? Nee, du nicht. Was macht das Schwein? Nee, ich bin nicht im Club, ich leg da nichts an. Aber, Old Life, ha? Huh? Und dieses Gewulst übernehmen. Willst du mit mir bauen, oben links, Jürgen? Wir sind hin. Wer wieder überall seine Tentakel im Spiel hat, ist der Blue One, gell? Unten die Megacity, oben die Riesen-City. Er ist schon City, Beats. Er ist überall dabei, ja. Auch bei der größten Wiese Potenzial hat. Jetzt gleich fängt er noch... Will er noch irgendwo anders in den kleinen Städten teilhaben? Ja, kommt er überall rein? Also wenn er unten rechts jetzt auch noch mitmacht. Was machen wir? Da sind zwei Bobbys drin. Das wird so schnell expandet. Beziehungsweise auch gefinisht. Kann natürlich auch sein. Immer da rein. Grün wastet erstmal die City. Ups, ich hätte rausziehen können. Hätte mein ganz rausziehen können. Das kannst du jetzt immer noch. Bastard. Oh, der Weg ist ja saulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alter, jetzt krieg ich hier ein Dinge. Doch nicht. Oder? Geht sich alles im ähnlichen Stadt im Moment. Da kann ja nichts anfangen. So eine geile Karte. Kann Grün daraus separieren, so wie das aussieht. Nee, das wird doch passieren. Lasst mich teilhaben. Ja, der Mike partizipiert da unten aber auch. Der hat unten die City, der hat oben die City. Alter, vier Sepp. Alter. Bei nirgendwo kann man was separieren. Deshalb hat er die Farbe genommen, damit der unauffällig. Man die City unten übernehmen, ne? Alter, macht sowieso. Harter Scheiß. Ja, machen wir mal. Übernahme. Leute, ich bin da mal wieder im Discord drüben, ne? Jo. Mach's gut. Jo, ebenfalls. Tschüss. Jo. Ciao. Er appelliert hatte nach der Begrüßung. Der ist der Papst persönlich. Kommt jetzt hinter der Kurve an? Eine coole Option. In die Stadt, aber es ging nicht. Ganz komisch. Welcher? Und guck da.
wollte ich in die Stadt so einen Menschen reinlegen. Das geht nicht, weil da schon ein roter drin ist. Ja. Kannst die Karte auch wieder abbrechen. Du kannst dann auch wieder auf Abbrechen drücken. Okay, ich verstehe es jetzt. Ne, ist cool so. Lass mal einfach so. Wir sehen es erst, wenn du fertig gelegt hast, aber wo du die Karte hinlegst. Wir sehen nur, was für eine Karte du hast, wenn du sie hinlegst. Ja, ich erinnere mich wieder. Fix, kannst du die Karte auch wieder wegmachen. Dann doch nicht anlegen. Grau kann was rausseparieren. Und kann nochmal in die Stadt und kann die übernehmen. Fast. Hä? Okay. Redest du? Ja. Hätte er fast übernehmen können. Kann sich 10 Punkte holen, die fast Stadt schließen. Ich weiß es eigentlich. Oder sich die Waren holen. Der kann auch die rote Stadt übernehmen. Kann er mitmachen, weil er seinen Dicken da oben hat. Ja. So wie ich Mike kenne, macht er mit. Wenn, immer partizipieren. Wenn er ein Dolch ziehen kann, zieht er auch ein Dolch. Das ist schon gut. Das letzte Mal gewonnen. Regio. Dann muss ich verhindern, dass der nochmal gewinnt, weil. Bullshit. Psy hat das letzte Mal gewonnen. Lügen, die erzählt werden. Ich bin nur Dritter geworden. Alter, er holt sich die Fässer. Ich bin Fahrseite gewonnen. Weil du extra das Stream gekriegt. Hat sich die Fässer gegönnt. Mike hat allein durch Waren jetzt schon 20, bitte. Fix, oder was? Ja, passt. 40 in der Summe. Mike ist absoluter Spitzenreiter. Und hat oben noch die City, er hat unten die City. Immer noch mit 8 heftig mit. Hier, ne? 8 Punkte, immerhin. Geh einfach mal mit. Ich weiß auch mal, wie es mal noch hinten. Können. Wäre vielleicht gegangen, aber. Alter. Auch ein ganz schönes Gehöft. Und sich gar nicht mehr die Waren eigentlich sich zu holen. Eh gewastet alles. Kann man sich auch nochmal holen. Mal gucken, das war jetzt erstmal wichtig. Würdest du mich oben dissen wollen in meiner Stadt? Wo? Zusammenbauen. Wo dissen? Oben links. Oh, wo oben links? Ich auch. Ich auf diss aus. Ich auf diss? Hol ich mal den Löffel raus. Ich hab nur eine Gabel, aber keinen Löffel. Habe ihn von hinten abgestochen. mitmachen. Irgendjemand wird separiert, glaube ich. Jetzt ist die Frage, könnte das Mike oder könnte es ihm nicht? Ach so, sei es ja nicht involviert. Ja, das ist exakt das Problem, ne? Ach so, da unten. Wird auch da oben kräftig separieren, ne? Ja, auch hart. Ist die Frage, wer der härtere Gegner jetzt ist, der Mike oder ich? Ja, ja, das ist die Entscheidung, fällt mir schwer. Das ist die Entscheidung. Ich sage, Element ist es blau. Element ist es blau. Mike hat jetzt schon 20 Punkte durch die Waren. Ja? Und er ist da unten bei dir drin, theoretisch. Ja? Wenn du dich nicht reinconnecten kannst. Schwierig. Also ich würde blau raus separieren oder schwarz, das ist halt die Frage, ne? Also wenn du Waren haben willst, also Weizen haben willst, müsstest du blau nehmen. Weizen hat Mike schon zweimal. Ach so, okay. Kann ich die Weizen zu vorschlagen oder machst du eh irgendwas jetzt? Ich hab schon gezogen.
Hätte ich exakt so vorgeschlagen, die Scheiße. Hey. Es geht halt gar nichts mehr. Doch, mal an seinen eigenen Punkt. Ich finde das gerade nicht. Das ist natürlich ein sehr guter Move, muss man dazu sagen. Weil da werden rundherum Städte gefinisht und die ist sogar eine offene Wiese. Ja. Einigermaßen. Ein Feld. Da hat er recht, da, der Punkte ohne Ende. Wer dann noch ein Kloster hinbekommt, wäre saugeil. So, ohne irgendwas. Ja, das ist halt so. Oder nur mit einem Weg. Wiesen müssen auch irgendwie abgeschossen sein. Oder? Okay. Egal. Nein. Alter, was will ich mir so einer Scheiße, ey? Auf den Weg gehen und bis auf den rumlaufen hast du mehr vom Weg. Scheiße ist sowas. Okay, mach das Ding, ey. Du kannst ja 3 Punkte holen. Ja, die Wiese ist plötzlich interessant geworden. Ja. So, der Engine kann jetzt auch nochmal entscheiden. Ja, einen ausschließen. Kannst du auf jeden Fall dann nochmal ziehen, ne? Ja, das würde ich auf jeden Fall machen, ausschließen. Muss halt irgendwann ausschließen, Mike oder mich. Ja, aber auf beiden. Die Wiese vielleicht sogar noch, wenn du magst. Oh, er hat nicht so viel... Doch, hat er. Okay. Muss halt gucken, ob es die Karte noch gibt, ne? Die gibt's noch. Wenn da so ein X erscheint, dann gibt's die nicht mehr. Gibt's noch. Verbindung und Zap-Card gibt's noch. Schließt Mike aus. Das war richtig eigentlich. Und wird Wiesenball für 3 Points. Nee, können auch 6 Bullshit. Werden. Ne? Ja, das können stimmt. 9 werden. Können 9 werden. Das stimmt, ja. Nee, wenn es 9 werden, dann hat er die Dings eh. Es kann sogar mehr werden, wenn er zwischendurch wieder so eine Wiesenkarte mit 2 Städten sind wäre. Ja, genau. Dann übernimmt er die grüne, die jetzt im Moment geteilt ist, ne? Und er verbindet die andere Seite. Okay. Ja. Das könnte sehr hart werden, ja. Sag ich doch. Das könnte hart werden. Und die Stadt gehört ihm. Das ist geil. Der Verwalter. Bin ich die Stadt? Der Blaue hat 4 Punkte. Das war leider Boosting. Alter. Ich hätte mir 6 Punkte da eher geholt. Danke auch. Und ich habe auch keine Ahnung, was ich mache. Danke auch. Es war gut für Blau. Danke auch. Wär mich nicht. Ich glaube, da kann man noch mitmachen. Weiter die. Ich wollte einfach nur so eine kleine Stadt machen und hab alles andere. Ist okay. Oh. Kann man ja so spielen. 6 und 4 sind 10. Ja, nee, 6 werden es mal. Das ist die Karte, oder? Was ist das? Ja, okay. Ich habe eine Karte. Ich kann mir Tuch und Dings holen, aber ich benutze die dort nicht. Ich benutze die dort nicht. Danach noch einer, Jürgen. Wir können danach noch eine Runde spielen, kein Problem. War nicht die Frage. Gibt's danach noch eine Karte?
könnte man es auf Kreuz. Überraschung lassen, aber das kriegt er eh damit. Sieht aus, als würde ich noch geben danach. Ach, das ist Scheiß. Dein, an die Kathedral-City bauen und einen Baumeister rein klatschen. Es bringt nicht viel. Oder hier unten eine One-Life eröffnen. Kannst du auch versuchen, Rot einzunehmen. Ja, yeah, ist ja noch viel besser. Da ist die Pest eingedrungen. Ja, ja, ja. Das ist die Pest. Das war eine wichtige Karte, die du gelegt hast. Hat dir die Pest reingegriffen. Aber Phase ist halt eh nicht P1, gell? Ich weiß, aber Michael, der hat ja eh zwei drin. Und wenn die Stadt komplett verbunden wird, deswegen habe ich schon lieber einen dicken reingehauen. Was in Phase eher wehtut, ist, dass da er keine Karte mehr ziehen kann, ohne die Stadt rein zu connecten. Ja, ja, macht's aber. Er kann das machen, ja. Jetzt ja, kann er es abstimmen. Er kann auch wieder übernehmen, ne? Er kann wieder übernehmen, weil er auch seinen Dicken hat. Was da passiert, ey? Was für Dinge da passieren? Keine Ahnung, was hier geschieht. Hammerharter Scheiß. Die Messer fallen. Hoch und runter. Du wirst ignoriert. Läuft irgendwie nicht in dem Game. Ich wollte das schlechte Gewissen, dass ich Mike oben ausgeschlossen hatte. So, das ist dein Hauptkontrument. Ja, es ist. Ach man. Jetzt hab ich so ein schlechtes Gewissen. Tut mir leid, Mike. Ja, nehme ich an. Alles gut. Wer ist denn jetzt der Riesenboy? Denk dran, nicht nur immer Riesenboy werden. Wenn du eine geile Wiese hast, die gefällt. Du hast kaum noch Leute, ich würde mir schnelle 2 Punkte holen. Ich hätte 4 Punkte gehabt durch den Seeweg. Nein. Ah. Die Wiese ist doch abgeschlossen. 6 Punkte im besten Fall. Und die Wiesenboys liegen bis zum Ende des Spiels. Achso, ich dachte, ich schritt den. Nein, den kriegst du nie mehr wieder, der ist tot. Und deswegen hast du schon 1, 2, 5! Du hast schon 5 Tote. Ja, sag ich doch. Ich liege halt gerne rum. Also die Wiese, die du, die dir am meisten Punkte bringt, musst du jetzt nochmal eine Wiese anlegen an den Bauern und dann kannst du nochmal ein Schwein dazu packen. Dann kannst du wenigstens da die Punkte erhöhen. Aber kannst du vielleicht noch abwarten. Aber ja, du hast halt jetzt noch, wie du siehst, eine einzige Figur, um Punkte zu machen. Ein oder zwei? Nee. Eine eben auf der Hand, meine ich. Ach, und ein Schweinchen, ja. Und du kannst ja Bischof rausziehen bei der Gelegenheit irgendwann. Wenn du hast. Aber das ist halt, ja, du musst du sehen, deine Cities abzuschließen. Dann hast du überhaupt einen Punkt. Zu bleiben. Ein Punkt kriegt am Ende. Warum kriegt der jetzt plus 4 und kriegt der Menschen zu? Er hat einen Seeweg gefunden, glaube ich. Was ist geschehen? Jawohl! Weg abgeschlossen. Es sind eigentlich nur 2 Punkte, aber dann ist... Jawohl! Einfach mal Punkte holen. Ja, genau. Null! Aber das ist auch eine Kreuzung, guck mal, das wäre auch eine Kreuzung. Jawohl! Kreuzung schließt auch, ja, den Weg. Was passiert denn hier? Ja, ich hab mir mal Punkte gegönnt. Jürgen. Den ausgeschlagen. Oh, wow. Hartblütige, die da gerade passiert sind. Waren und Punkte. Einfach Alter. Ich könnte das jetzt abschließen. Ah, so. Natürlich nicht tun.
Ich könnte das abschließen und könnte mir nochmal 9 Punkte zusätzlich holen. Lohnt sich das? Es wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt, weil dann nur Engine die Punkte bekommt. Stimmt, stimmt. Gerne. Ja. Stimmt, und ich krieg die Waren. Alter, Engine, die haben ganz schön Missgunst, ne? Ach nee! Die wollen dir die Stadt schenken, mit der Gewissheit, dass du nicht konkurrenzfähig bist. Ja, und mit der Gewissheit, dass Blau ausgeschlossen ist. Stimmt, das geht, ja. Ja, das sind schon harte Bastarde. Dann gibt es ein Tuch, das sind schon mal 10 Punkte. Plus noch 9 für dieses Ding. Gesicht, die machen 10 Punkte. Da habe ich wieder entdeckt und bin einsatzfähig, mach das. Ja. Aber das Gute ist, der Phase kriegt natürlich nochmal 9 Punkte, auch noch zusätzlich. Ja. Das ist schon interessant eventuell. Und er ruiniert so ein bisschen die Engine-Wiese, weil die Bauern nicht doppelpunkten. Kalkuliert. Phase hat aber schon den Stecker gezogen, nachdem du ihn gehst. Als er hat einen Stecker gezogen. Richtig ruhig geblieben bei der Aktion, ohne Schmerzschrei. Garantiert wehgetan. Er hat sein Mikro aus. Hat sich noch gut gewehrt, muss man so sagen. Gezappelt. Dann vom Jürgen, gell? Ja? Dann vom Lieblingsgegner. Alter, erinnert sich das zu. Hm. Was haben wir da abgegriffen? Hier. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sind hier nochmal. Fetz hier. Können wir uns auch nochmal. Das wäre interessant gewesen. Na gut. Das würde sich lohnen, normalerweise. Ne? Also für Tuch lohnt sich das, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Also Tuch würde sich noch lohnen. Weiß nicht, aber nur fürs Tuch halt, ne? Hier nur Wege. Doch, weiß nicht, lohnt sich sogar auch noch. Muss man mal überlegen, wenn man da sowas hat. Bist du der Wegelager oder der Meister? Hier nur Wege. Hier bist du beim Matz. Weißt du, was das ist? Da bin ich nochmal drauf, wenn es möglich ist. Also nur besser, wenn wir hier noch was machen können. Das wäre geiler. Aber Garten drauf. So, naja. Klar. Ja, aber darf ich erstmal rausziehen. Wiesenkarte für den Wiesenbau. Die keine guten Karten. Also. Willst du wieder auf die Wiese gehen oder was? Du hast keine Leute mehr. Ich versteh's gerade nicht. Wieso will er andauernd Wiese? Wiese macht kaum einer noch. Weil ich das Spiel zum ersten Mal spiele. Leg das Ding neben deinen komischen Klostertypen und zieh den Klostertypen raus. Ja, würde ich eher mal sagen. Also, kannst du zumindest mit dem noch arbeiten. Was kann ich dann mit dem machen? Punkte und kannst du später wieder einsetzen. Richtig. Ich bin auf die Wiese legen. Nein. Ich weiß, warum er auf der Wiese will. Er will Gras rauchen. Richtig. Jürgen hat's erfasst. Vollballen. Aha. Da will einer mitmachen, sehe ich gerade. Ach. Mitmachen. Ach, bei der Kathedrale, die schon so gut nicht funktioniert, kann man hier vielleicht klappen. Ah. Yeah.
Batista habe ich schon. Am Arsch. Da passieren jetzt Dinge. Wer hat's in der Hand? Die, geil, nehme ich gerne an. Vielen Dank. Löffel ist gezückt. Ja, da wird jemand separiert, glaube ich. Nehmen wir mal die Städte ein. Ich gehe so ein paar kleine Städtchen. Das war ja auch wieder mal gut. Das haben wir sogar. 10 Punkte ist schon mal sicher, so ein bisschen, ja. Also hier oben wird es sich natürlich lohnen. Haben wir, was haben wir denn da noch übrig? Den haben wir noch. Ja, dann haben wir den da. Also, wenn hier oben was wäre. Die Karte ist ja weg. Ja, ja. So ist das. Du hast einen Baumeister einmal reingemacht, oder was? Warum nicht? Ob der Drecksmeister. Oh, sind 6 Punkte. Könnte man doch eigentlich mal jetzt wieder auf Füße sehen. 3, 4 Leute haben. Vielleicht kann man hier mal ein bisschen riesen Challenges machen. Der ist halt nicht gewebelt. Aber den Weg soll eh nicht fertig werden. Dürfen nicht zulassen. Na ja, gut. Ein okay, Punkt doch, kann man. Fehlt? Kann man das so sagen? Oder interessiert sich die Stadt da oben gar nicht? Weiß weg. War Wege dran. Jetzt gucken wir mal, wo wir noch rein können. Also, hier ist eine Möglichkeit vielleicht. Hier ist sogar auch eine gute Möglichkeit. Darf man hier nochmal mitmachen? Ich wäre jetzt erst. Was geht denn da? Ja, ich hab halt mal mitgewicht. Baumeister, Mick, ja, mach dich schon frei. Hat er recht? Eiskart, naja. Wie er sieht. So. Müssen wir hier mit rein. Endlich, wenn du richtig hart Punkte haben willst. Will ich dir jetzt erklären. Du siehst ja meinen Weg, ne? Erstmal bin ich weg. Jetzt musst du oben noch verbinden, die Wiesen, damit du die Wiesen übernimmst. Ich hab die Wiesenhoheit hier irgendwie, aber. Nein, du teilst sie dir mit Blau und Grün. Vielleicht schaffst du da gegen 1. Nein. Ah, noch nicht, du musst es verbinden. Du musst es erst verbinden. Was war der Plan? Das heißt, wir gucken mal. Also, hier auf dem Weg zu kommen, wäre schön. Das müsste man eigentlich machen. Wir haben auch noch einen dicken, ne? Den haben wir auch wieder. Ich muss mal gucken. Kann man hier bei. Ah, hier kann man ja rein. Das muss ich unbedingt machen. Hier rein. Was nochmal? Die Stadt da, die Kleinstadt rechts. Nee, oben. Mitte. Welche Kleinstadt? Wo du so ein Männchen drin stehen hast. Achso, in der Mitte? Du hast eh nur eins. Ein Männchen. Nee, eins steht auf der Straße. Ja, genau in der Mitte. Ja, wo der Fluss ist, ne? Die Stadt machen wir zusammen. Hey, ich bin am Zug. Genau, genau die passt da auch rein.
Und sagt auch gar nichts mehr. Nein! Ich sehe es jetzt erst. Fickt den einfach nur so hart. Oh, 50 Punkte, er macht. Basis, die nächste Karte. Die Engine braucht, um die Wiese zu verbinden. Kannst den Weg da oben finishen. Hast du wieder Leute. Zweimal am Stück das Identische? Ja, und jetzt kommt sie wahrscheinlich nicht mehr, ne? Jetzt kommt sie wahrscheinlich nicht mehr. Fast identisch. Wir haben noch 6 Minuten. Wunderbar. Wir haben am meisten Zeit. Nee, blau hat natürlich was. Aber. Probier mal aus und danach wie so. Wahrscheinlich tauchen jetzt ein paar rote Felder auf. Muss ja langsam mal werden, oder? Jetzt taucht das erste rote Feld aus, 100 Pro. Er hat Tuch mit, okay? Das gehört sich die Wahl, ja? Und die Wiese. Sau gut eigentlich. Hey. Sau gut. Was hatten die? Naja. Gut, dann nutze ich es ja umso mehr, ne? Aber. Ja. Ja, hoffentlich funktioniert. Solche Angebote soll man hier mitnehmen. Aber die ist, glaube ich, zu, meine ich. Oder gibt es eigentlich? Ja, so viele Leute, ne? Die gibt es gleich nicht mehr. So, jetzt müssen wir gucken. Die ist ja zu, leider. Gibt es da noch eine Möglichkeit, hier noch irgendwas einzunehmen? Das war die... Das war dumm, so viel Karten. Hier. Hier ist noch eine Möglichkeit. Da müssen wir noch mal gucken, ob wir da noch mal rein können. Ja. Wir nehmen einfach mal Städte ein. Weil wir hier keine Macht mehr sonst haben. Hey, Wiesenball zu werden... Sich sowieso nicht. Nee, lohnt sich glaube ich nicht. Also die hier gibt es auf jeden Fall noch. Die gibt es glaube ich noch. Wenn sie da gibt, ist ein Wunder. Weil die habe ich ja gerade hier gelegt. Die hätte man da einlegen können. Und die hier hat man auch da legen können. Deswegen wundert mich das gerade. Ja, aber die Wiesen bringen. Hier ist noch eine Frage. Kannst du deinen Klostermenschen einsetzen? Na gut, was hast du gebraucht? Er hat nichts gemacht. Engine, du hast deinen Priester, der hätte die Kirche bewohnen können. Und du hättest sie irgendwo zentral legen müssen, aber du bist unter Zeitdruck, ne? Ja, das ist auch. Der hätte Katholik werden müssen. Und viermal das Vaterunser beten sollen. Leider ist es nicht möglich. Und ich will, dass der Jürgen gewinnt. Deshalb wollte ich dich sabotieren. Jürgen, okay. Jürgen im Club. So, wegen Selig und so, jetzt ist erst. Ja, okay. Aber hättest du ja auch woanders bauen können. Es gibt noch andere Wege da unten.
mit deinem Dis, dann legst du halt an den Rand, kannst du ja auch machen, aber geh mit dem Bischof rein, du kannst es gibt eine Möglichkeit. Jedes Mal zurückziehen, jederzeit. Oh je. Mal gucken, was passiert jetzt. Wer ist das? Mikey. Ja, mal gucken, was passiert. Ich weiß genau, was ich mache. Ich wüsste das auch. Ich wüsste es auch. Vor allen Dingen, obwohl der SP1, Rico ist kein Konkurrent, aber. Weil Afmal kann nämlich auch noch ordentlich. Wenn die Zeit nicht abläuft. Doch genau sein Spielstil. Ja. Aber Phase ist heute so ruhig. Ja, gefickt, Jürgen. War hart, gefickt. Hast du auf einen Schlag so, ja, 50, 60 Punkte weggenommen. Naja, er ja. Hat sich gepäppelt, ne? Krass. Das war die falsche Ecke. Das ist grün. 60 ich? Punkte nur. Du hast. Nehme ich mir gerade mal ein. Alter, es wird noch Garten bauen. Ja. Das ist gesichtet. Wie ist ein Boy geworden? Wäre besser gewesen. Besser gewesen, ja. Aber hey, so ist es halt. Ein Punkt weniger. Es stimmt allerdings, wenn 9... Der Jürgen mit... haut euch... Aber ich den an. Hat er noch Waren etwa? Ja, hat er auch. Ja, aber, oder? Ja, ja, ich hab das, ich bin bei Weizen, bin ich mit dabei. Der Rest glaube ich nicht. Jürgen könnte es machen. Jürgen könnte es diesmal machen. Aber Jürgen ist auch so, er hat so einen Lack, gell? Macht immer den dicken Fetten rein und irgendwie auch, sieht auch noch die Karten. Irgendwie hier schon. Auch. Ich habe halt das Glücksschwein gevögelt, deswegen. Irgendwie schon. Ich habe noch ein Video von dieser Scham und Schande. Ja, das läuft. Schon wieder. So, gehen wir den jetzt rein. Also hier, aber hier nochmal, wie sind wir? Das müssen wir eigentlich machen. Das müssen wir eigentlich machen. Ich auch. Mal gucken. Wer das war. Eigentlich wäre das richtig. Gucken wir mal. Wo sind wir richtig da? Wege. Auch wieder was stolz machen. Ach, ich decke nicht darauf, das heißt. Okay. Ich drücke nach hier oben nochmal auf die Wiese kommen. Dass wir uns jetzt mal drum kümmern müssen. So, dann. Okay. Aha. Bitte so eine Cut. Die letzte. Gucken, was der Engine macht mit der Cut. Also, Engine aufwachen. Ach. Die passt nicht. Falsch. Korrekt.
Wenn du nichts machst, entschimpfen könntest du an deine Lisa anlegen und Schwein draufpacken für mehr Punkte. Aber ihr seht, was Blau vorhat, ne? Ich hätte diese Karte für nochmal auf die. Ja, hätte man doch nochmal auf die Wiese gehen müssen. Den einen weggenommen, die Kleinigkeit eingenommen, nochmal auf die Wiese. Weil Blau ist nämlich auch zweimal drauf. Ach so, die eigene Stadt. Ja, ja. Die das hättest du machen müssen. Ja. Deine eigene Stadt finishen, guck mal. Du hast doch eine kleine Stadt. Bauer, und dann hätte er noch einen Mann gehabt und hätte weiter agieren können. Genau. Und die Kleinstadt hilft der Wiese, die ihr zur Zeit hier noch besitzt. Guck mal da links, ja, ich sehe es auch gerade. Der wäre besser gewesen, ja. Da steht ja noch ein Mensch. Jeder Bauer kriegt erst am Ende des Spiels für jede City, die er mit Milch beliebt, ich glaube, 3 Punkte, oder? Oh, da geht. Oh, 9. Schade, das passt nicht. Schade. Das ist schwarz. Eieiei, Mikey. Was ist los? Ja, das machst du gut. Ich zähle nur noch scheiß Wege zum Schluss. Keine Ahnung, was da los ist. Nee, aber irgendwie mal, machst du halt was draus, ne? Ich hab dem Menschen eigentlich keinen guten Tipp gegeben, ne? Eben. Wieso? In meiner Meinung ist oben links die beste Stelle. Bayern mit 9 Städten. Mit 4 Städten. 1, wenn dann 3, 6, 9, 12. Das stimmt, ja. Ganz links am Rand mäßig. Ja. Stadt noch dicht machen. Du hast noch nee, das geht Stadt nicht. Kommt, dann... Das geht auch nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, jetzt bist du dazu. Ach, da wird die mit Kreuz weg, wenn man da hingeht. Kreuz weg. Hier kann man schließen, das ist doof. Das sind halt nur 7 Punkte. Aber, wäre halt agil gewesen, ne? Hier sind 2 Punkte nur. Jetzt hat er einfach nur gepasst, also... Da können wir nicht so richtig was anfangen. Bueno. Und dreiste Punkte Vorsprung. Ein Weg? 1, 2, 3, 4. Und ich könnte nochmal hier. Vielleicht nochmal ein bisschen auf die Wiese gehen. Mit 3 Punkten. Hat sich aber heute ordentlich bei den Städten bedient. Ich mach das mal. Nehmen wir nochmal 4 mit. 5 sogar. Das ist gut. Nehmen wir nochmal 5 mit und gehen mal auf Wiesenbäume mit 3. Das war das Beste, was wir machen können. Boah, Phase, du hast ja Zeit, ne? Eine Minute, 3 Karten. Ja, der hat ja Zeit. Und nicht nur er, auch Ähnchen, ne? Ich bin auch unter Zeit, so deshalb. Ja, irgendwie habe ich auch noch genug Zeit. Blau hat am meisten Zeit immer, aber ich habe auch noch Zeit. Und Schwarz hat auch keine Zeit mehr. Eieieiei. What the hell nimmt, habe ich gehört. Das wundert sich gern. Das war so viel für sein Gemüt. Wir haben anal gefickt worden halt, ne? Analst. Er hat Schwarz gesponsert. Schwarz soll gewinnen, so wie das hier aussieht. Ja. Toll. Das wäre die richtige Karte für Blau und Gelb. Ja. Oh, das gefällt mir so richtig, was ich da gerade gesehen habe. Jetzt nicht. Alter, es gibt ja noch eine scheiß Kathedrale.
Ja, die gibt es wirklich. Weil ich hätte die nicht da angelegt, sage ich dir. Mhm. Weil jeder kann auch da rein. Jeder kann auch rein. Hat er halt keine andere City zu machen, aber es wäre besser gewesen, oben One Life machen. Ja. Wäre besser gewesen. Hätte aber noch einen Punkt mehr gegeben. Oder optional da oben Bauer werden, wäre auch schlauer gewesen. Es war einfach dumm. Immer dumm. Zwei Karten in 35 Sekunden. Zwei sind tot. Karten. Ne, drei. Drei Felder sind schon mal weg. Überall Schätzefelder. Mach mal, Ticken und Haken. Achso, falls du das jetzt fängt es ja an, dass so rote X auf dem Brett sind, ne? Ja, es gibt keine Karte mehr. Genau. Ach, da ist nochmal Wiesenboy geworden. Daran siehst du jetzt also, eine Dreier-T-Kreuzung existiert nicht mehr im Game. Mit zweier Stadtverbindung, mit zwei. Es gibt nur eine Möglichkeit, wir gehen da auf den Weg. Machen da mit. Immer so ein bisschen mit einkalkulieren. Nee, die Information sollte geheim bleiben. Wir machen da mit. Passt mal auf. Den Weg gibt es noch. Probiere hier mitzumachen, einfach mal. So. Mal gucken. Ach, Wiesenboy? Ja, was? Schlau gemacht, Jürgen. Ja, ist die Möglichkeit halt. Jetzt einen dicken reingesetzt, hättest du die Karte alleine ziehen dürfen. Ich muss den kleinen nehmen. Weil somit ist die Gefahr, dass du auch mitschließt und dann kriege ich auch noch die Punkte. Das war schon richtig, was ich gerade gemacht habe. Klar. Weil ein Ticken hat jetzt nichts gemacht in dieser Situation. Oh, gefinisht. Das hat er gerade so gemacht, ne? Kein Kartenglück in der Runde. Weil so gibt's ja noch die Chance, dass du schön noch zumachen kannst. Vor allem gebe ich dir durch Punkte, ne? Ja, ich weiß. Ja, was kriege ich denn dafür? Gar nichts mit dieser Karte. Gut. Ist leider so. Das wär's ja. Ja, mal gucken. Mal gucken. Einmal Wiese, das ist nichts wert. Oben rechts das Loch, wo kein X ist. Kann da mal jemand die Karte da reinsetzen, bitte? Ja. Wenn dir. Kannst du jetzt irgendjemanden töten? Jetzt. Ja. Was du töten kannst, ist schwarz. Wäre auch. Kriegst du ein Stadtzentrum? Ja, aber nein, wenn das nicht fertig wird, gibt es keine Punkte für die Stadt. Dann legst du an deine Stadt an. In welchem Universum soll das noch fertig werden? Ja, deswegen. Er hat keine Zeit mehr gehabt. Zerstören. Jetzt bei schwarz das an. Okay. Es war Zeitdruck, sehr wahrscheinlich. Okay. Wir kaputt machen noch, oder wie? Oh. Ich hatte 8 Punkte gemacht. Nein, diese Karte ist leider nicht. Jetzt gucken wir gerade mal, was haben wir denn hier? 1, 2, 3. Alter. Ich bin froh sein, wenn ich nicht letzter werde. Wer hat ein Tuch? Ja, dann hol dir halt ein Tuch, Mann, was dir nichts bringt. Nee, Tuch bringt mir gar nichts, das mache ich nicht. Ich habe noch 2 Minuten, das ist gut. Also wir haben 1, 2, 3. Bei Wiesenboy.
können wir hier nochmal auf der Wiese. 1, 2, 3. Sie besitzen nur 3. 1, 2. Ich sehe schon mal 5 Punkte. 5? Wo? 6 Punkte. Warte mal, wenn ich hier angehe und dann auf die Wiese gehe. Das sind... also hier gibt's nix. Hier gibt's nix. Und mit 3. Achso, mal 1. Nee, das ist nix. Drei Punkte. Das war's. 1, 2, 3. Achso! 1, 2, 3, 4. Ist runtergegangen. Das war leider das, was ich gesehen habe. Stimmt, dieses Ding. Ewig. Das war der Seeweg. Das war der Seeweg. Die noch zwei war geabdickert. Was? Hammerhart. Sei hat's in der Hand, ne? Was zum als Game, ob ich den Seeweg beende, vergiss es. Dann gewinne ich, wenn Seeweg beendest. Danke, ich hätte dich doch dann gewinnen. Ich gebe dir alle meine Karten, wenn du sie. Ja, alle meine Karten. Alle meine Karten. Alle meine Karten gebe ich dir, Bastard. 3 Punkte. Ich habe eh keinen Bauern. Ich verstehe das nicht. Alter, ich muss nicht einlegen. Ist doch ein offener Weg. Achso. Okay. Wenn du auf dem Seeweg kriegst du nächste Runde Support. Legt der Bot erstmal schön den Seeweg dahin. Gucken wir uns mal das. Lol, ich wurde irgendwie Dritter. Fünfter. Überspringst du die Zählung oder was? Ich werde die nicht überspringen, aber manchmal stürzt das Game ab. Nee, der hätte mir gesagt, ich bin Dritter geworden, aber ich stimmt nicht. Ja, bei mir stand es irgendwie auch, ich bin Vierter geworden. Nichts wert. Jürgen hat's Game gemacht, der Bastard. Der hat 11 Punkte, das ist irgendwie sau wenig. Hab's gemacht. Die Zeit ist abgelaufen, das Spiel ist beendet worden. Mit das? Ah, wenn man sich das anschaut, die Punktewertung. Der Zeit ab, oder was? Du bist noch dran, oder was? Warte bekommen, ja. Welchen Platz habe ich denn gemacht? Ich kann es nicht mehr sehen. Dritter. Mike, Zweiter. Ah, da war ich mit dabei. Das ist richtig, dass ich nur Scheiße gezogen habe. Das, was von Potenzial da war, ist nicht gefinisht worden. Oben links das grüne Viertel vom Schosch, das er aufgemacht hat. Hat alles von Rot übernommen, ja. Was? Ist eigentlich umgekehrt sein, Rot und Grün. Sein aggressives Spiel hat sich bezahlt gemacht, auf jeden Fall. Ja, also ich habe mir die Punkte genommen, ja. In diesem Game hatte er das notwendige Glück, um das auch so durchzuziehen. Der Engel hier hat auf die Wiesen gesetzt, zu Recht. 30 Punkte allein durch Wiesen. Na gut, die Wiesen waren nicht verbunden, er teilt sie sich mit allen, ne? Keine Waren, Städte so gut wie nicht gefinisht. Du hattest aber die Option, noch reinzukommen die ganze Zeit. Also lange Zeit hattest du die High-End-Option, ne? Alles scheiße. Wir gucken das Ganze mal an, damit man das auch sieht. Böster. Ja. 11 Punkte, das ist total wenig eigentlich. Wir haben gewonnen.
wie es aussieht. Da sieht man nochmal die Entwertung. So, jetzt sieht man nochmal die Entwertung. Ist halt irgendwo ein freies Poker-Game oder sowas? Ja, der Mike kann da. 111. Immerhin. Zwar wenig, aber. Ist die Phase auf dem vierten Platz, so wie ich hier sehe? Oh, Kasse bezahlt. Die Städte haben es ausgemacht, die wo ich eingeholt habe. Die haben es ausgemacht, ja? Ja. War hart aus. Er hat auch versucht noch zu verteidigen. Dann hat nichts mehr funktioniert bei ihm. Ja. Wir haben mit allen Erweiterungen gespielt, oder? Es fehlen noch welche. Es sind neue dazugekommen. So. Ich würde da mal sagen. Also im Grundspiel hat man noch weniger. Für heute war es das nämlich. Mit dem Video. Hat 1 Stunde 26 gedauert. Warum? Ich habe ja gewonnen. Gott sei Dank. Leider nicht live, aber dafür gibt es dieses Video. Könnt ihr euch ja dann reinziehen. Bis denn, euer Papagei.